Alter, ist das Ding schnell! Hi und Servus miteinander. Endlich mal wieder ein neues Video von mir und zwar nicht nur Flight Footage, sondern mal ein bisschen Gelaber. Im Endeffekt soll es heute um folgende Dinge gehen. Ein kurzes Update, was den Channel oder meine Fluggeräte angeht. Dann die DJI Mavic Mini 3 ohne Mavic. Let's go! So, ihr habt natürlich gesehen, wenn ihr meinen Channel verfolgt, dass ich sehr viel mit meinem Wing unterwegs war. Der gute alte AR Wing Pro von eSheen bzw. Sonic Model. Der ist echt gut zu fliegen und es ist super einfach und es ist eine andere Art von Fliegen. Er crasht auch ganz okay, jetzt ist er aber gerade wieder kaputt. Und wenn er dann gecrasht ist, einfach alle Styroporbröckelchen einsammeln und wieder zusammenkleben mit UhuPor und mit Panzertape. Also der wird, glaube ich, in einem Jahr nur noch aus Panzertape bestehen, aber dafür unzerstörbar sein. Ich weiß es nicht. Er fliegt trotzdem immer noch gut und es ist eine entspannte Art zu fliegen. Also es ist dynamischer als eine Kameradrohne, aber jetzt nicht dieses hektisch aufgeregte, nervenkitzelnde wie beim FPV-Freestyle-Fliegen, sondern entspanntes Cruisen am Abendhimmel. Der zweite Grund, wieso ihr nur Wing-Footage seht und kein FPV-Freestyle ist, weil mein 5-Zoll-Quad einfach aktuell noch kaputt ist und nicht funktioniert. Ich meine, es sieht immer noch sexy aus. Aber ein Motor ist einfach tot und da muss ich mich einfach auf Fehlersuche begeben und mal gucken, woran liegt es. Ich habe die Vermutung, dass es hoffentlich nur an der Kabelverbindung zwischen Flight Controller und ESC liegt und nicht am ESC selber. Das wäre schade, dann müsste ich den ganzen 4-in-1 ESC austauschen. Aber da muss ich mir tatsächlich mal die Zeit nehmen, dran rumzuschrauben und jetzt, wo das Wetter auch so toll ist, hockt man halt ungern in der Werkstatt. Thema 2 heute, und ich pack's tatsächlich in dieses Video, ist die DJI Mini 3. Die kommt jetzt raus als Pro-Version und es gibt nur die Pro-Version, DJI Mini 3 Pro. Die ist so groß wie die R2S. Sehr cool eigentlich, also größer als die Mini-Drohnen, aber immer noch unter 250 Gramm. Es gibt sie mit einem Smart-Controller und sie kostet ab 800 in der Fly More Combo um die 1000 Euro, Dollar, Pfund, ich weiß es nicht. Da gibt es andere Videos, auch deutschsprachige, die da viel mehr Specs und Details und Co. verraten. Ich bin tatsächlich zu faul, mir das jetzt alles zu notieren und euch zu erklären, wenn das andere schon machen. Es gibt natürlich die Klicks, wenn ich jetzt fragen würde, oh nein, so teuer ist die Mini 3 oder was auch immer für ein Clickbait-Titel, aber I don't give a fuck. Ich finde auf der einen Seite die Mini 3 ziemlich cool. Also es ist ein richtiger Step-Up von der Mini 2 mit der Hinderniserkennung, mit den Automatik-Shots, mit dem OcuSync 3, mit einem Smart-Controller, einen um 90 Grad drehbaren Gimbal für die ganzen TikTok- und Instagram-Story-Reel-Sachen. Und gleichzeitig ist das Preisschild jetzt ein ganzes Stück weiter oben. Und das, glaube ich, nimmt vieles weg von dem, was die Mini 1 und die Mini 2 waren. Nämlich eine günstige Einsteigerdrohne. Deswegen haben so viele Leute die. Deswegen hatte ich die, weil das ein günstiger Einstieg ist. Mal gucken, wie ist denn das Hobby überhaupt? Oder eine Einwegdrohne. Wenn ich die versenke, wenn ich die im Meer verliere, ist es zumindest kein Weltuntergang. Und jetzt kostet das Ding ein Tausender. Es wird seine Qualität haben, die wird mega gut sein. Aber dadurch, dass die Einstiegshürde jetzt so hoch ist, Preissteigerung hin oder her, durchaus verständlich und hat auch seine Gründe, wird die, glaube ich, nicht mehr die Verkaufszahlen der Mini 1 und 2 erreichen. Für DJI von Vorteil oder vernünftig wäre es trotzdem die DJI Mini 2 als Low-Budget-Version weiterhin verfügbar zu halten oder eine Mini 3 Low-Budget-Edition irgendwann rauszubringen, wenn die Pro jetzt den Markt hat und alle, die unbedingt drauf abfahren, sich die Pro holen, dann eine Low-Budget-Version rausbringen. Das, glaube ich, könnte auch noch ein Step sein. Auf jeden Fall, die Mini 2 jetzt sterben zu lassen und nur die 3er in dem hohen Sektor, in dem hohen Preissektor anbieten zu wollen, ob das so schlau ist, keine Ahnung.
Aber die werden sich schon Gedanken gemacht haben in China. Bevor wir jetzt aber noch mit der Flight Footage weitermachen, also hier der Wingflug, wo vom Intro noch übrig ist, klickt auf Subscribe, wenn ihr es noch nicht habt. Klickt auf die kleine Glocke, um euch benachrichtigen zu lassen, wenn ein neues Video rauskommt. Klickt auf Gefällt mir, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und lasst Fragen, Wünsche und Anregungen natürlich in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zugucken und für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Fly safe und Film ab.